Zwei Beschlüsse im EU-Parlament waren recht umstritten. Zum einen die Gigaliner. Die Kommission wollte Gigaliner zulassen. Das Parlament hat sich gewehrt. Das andere war der Honig. Bleiben wir erstmal bei den Gigalinern. Die sogenannten Gigaliner sind übergroße und vor allem auch überschwere Transportfahrzeuge, die ja nur den Zweck haben, den Transportwahnsinn von Produkten quer durch ganz Europa noch kostengünstiger zu machen. Wenn ich mehr transportieren kann, werden die Stückkosten beim Transport natürlich niedriger. Das hätte aber bedeutet, dass wir in Österreich als Transitland schwere Schäden auf unseren Straßen hätten. Zumal diese ganzen Gigaliner ja gar nicht unsere Ortschaften durchfahren könnten, sondern hätte sie sowieso von vornherein nur auf dem höherrangigen Straßennetz, sprich auf Autobahnen und Schnellstraßen, konzentrieren können. Aber selbst dort hätten diese Fahrzeuge enorme Schäden verursacht. Und daher glaube ich, dass es gut war, dass man jetzt einmal auf die Bremse gestiegen ist. Ob das letztlich wirklich funktionieren wird, wage ich zu bezweifeln, weil ich die Feigheit der österreichischen Politik kenne, die ja dann am Schluss immer noch den Schweif einzieht. Aber ich hoffe, dass der Bürgerwiderstand leistet. Gigaliner auf österreichischen Straßen halte ich für straßenpolitisch und verkehrspolitischer Wahnsinn. Im Jänner wurde Beschluss gefasst, dass zum Thema Honig Pollen eben nicht als Zutat bei Honig, sondern als natürlicher Bestandteil von Honig gilt. Jetzt war der Trilog, also die Verhandlung zwischen Kommission, Rat und Parlament, und das, was am Ende bei rauskam, war überhaupt nicht das, was ursprünglich intendiert war, sodass der Beschluss, ja, sodass quasi die Wünsche der Imker nicht mehr berücksichtigt wurden. Wie kann es sein, dass zwischen einem Beschluss und einem anderen Beschluss so ein Riesenunterschied besteht? Das ist typisch für die Europäische Union. In dem Moment, wo sich die Lobbys durchsetzen, und das ist in dem Fall sozusagen die Gentechnik-Lobby, in dem Moment wird sogar die Natur auf den Kopf gestellt. Seit Tausenden von Jahren weiß jeder, der jemals eine Biene beobachtet hat und der jemals einen Löffel Honig zu sich genommen hat, dass natürlich die Pollen ein natürlicher Bestandteil des Honigs sind. Na, wie soll es denn sonst dahin gekommen sein? Ja? Aber die Gentechnik-Lobby hat ein Interesse daran, das sozusagen zu einer Zutat zu machen. Und daher ist es also auch herausgekommen, was die haben wollten. Und der Imker ist auf der Strecke geblieben.